So today, Porsche is attempting to set a new Guinness World Records title for the longest vehicle drift in an electric car. Wir wollen den längsten BEV-Drift der Welt ins Guinness-Buch der Weltrekorde eintragen lassen. Es hat tatsächlich ja noch niemand mit einem Batteriefahrzeug so einen Versuch gestartet. Das heißt, jetzt heute geht es wirklich darum, hält das Auto, was es verspricht? Ist es wirklich das sportlichste Batteriefahrzeug? I am here to verify the evidence, to witness the attempt from Guinness World Records perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She's a very accomplished driver. Zum allerersten bin ich Prüfingenieurin bei der DEKRA und kümmere mich um Fahrzeugabnahmen und die Verkehrssicherheit und Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges. Und als zweites bin ich in meinem Privatleben zweifache Europameisterin im Driften, also beste Frau. Daher als Expertin jetzt hier. We're here to witness the Guinness World Record attempt by Dennis Ritera of the Porsche Experience Center Hockenheimring. He's attempting the longest vehicle drift in an electric car. Ja, gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. The thing is, you try to get the car sideways. You can do it by using a lot of power because it's a rear-wheel driven car. But we try to be as efficient as possible. So I'm using really the load chains first to the front, turn in, use a bit of power to get it sideways, and then be really efficient. Even if I had a big angle, I just lifted off the power a bit and the car just saved me.